Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe heute Morgen mir die Bild-Zeitung gekauft. Es ist ein historisches Exemplar. Die Kanzlerin hat festgestellt, dass... Konnten Sie es lesen? Ansonsten werde ich es Ihnen jetzt mal vorlesen, diese Schlagzeile. So darf es 2021 nicht weitergehen. Ja, warum habe ich das so vorgelesen? Na, weil dieser empathielose Roboter halt irgendwie so drauf ist. Ja, das kann man eigentlich besser gar nicht wiedergeben. Chaos und Streit beim Impfen. Bis zu 86% aller Corona-Toten im Dezember aus Altersheimen. Also das hat sie festgestellt, ja. Die Kanzlerin hat festgestellt, dass man in Altenheimen stirbt. Also, nur so eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Meine Mutter, die sollte nicht ins Altenheim, weil wir haben halt gedacht, sie wird sicherlich länger leben, wenn sie bei uns zu Hause bleibt. Ja? Dann haben wir uns überlegt, na gut, betreutes Wohnen wäre vielleicht noch eine Sache. Dann ist sie ins betreute Wohnen gegangen. So dass dann immer mal jemand vorbeikam und dafür gesorgt hat, dass sie die richtigen Medikamente einnimmt, dass sie was trinkt und so weiter und so fort. Nebenan war das Altenheim. Ja? Die Demenz wurde schlimmer. Wir haben uns überlegt, nein, bloß nicht ins Altenheim. Das Altenheim ist doch wirklich der Ort, an dem manche Menschen nur Monate überleben, weil es dort eben nicht so ist, wie wir uns das Leben vorstellen. Es ist der letzte Ort, wo wir sein möchten. Man kann es versuchen, dort einigermaßen angenehm einzurichten, aber das Altenheim ist wirklich kein Ort, wo jemand sein möchte. Es ist der schleichende Übergang in den Tod. So ist es. So. Und 86% unserer Corona-Toten stammen also aus Altenheim, ja? So. Das erklärt natürlich auch das Durchschnittsalter der Corona-Toten. Das ist nämlich so gut wie identisch mit dem allgemeinen Todesalter. Da gibt es so gut wie keinen Unterschied. Zeitweise waren die Corona-Toten sogar noch älter. Tja, machen Sie sich Ihren eigenen Reim darauf. Wenn ich hier meinen Reim darauf hier sage, dann ist mein YouTube-Kanal weg. Ja, so. Aber auch diesen Reim, finde ich, darf man sich eigentlich machen. So. Und deswegen wird 2021 besser. Weil ein breites Erwachen gerade stattfindet. Bei den Leuten, die bisher noch geschlafen haben. Ich sage jetzt nicht Schlafschafe zu Ihnen, liebe Damen und Herren. Liebe sonstige A bis Z. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, sonstige A bis Z. Ja, nette Ansprache, oder? Habe ich letztens irgendwo gehört, fand ich gut. Muss ich immer grinsen. Wir brauchen auch wieder was zu lachen in 2021. All diese trostlosen Gestalten, die uns hier zurzeit gerade regieren, die sind sowas von lächerlich. Ich finde dafür gar keine Worte mehr. Ich glaube, ich muss mal ein neues Lied machen. Hm? La 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 la.